gibt im Jahr 2048 keine Autos mehr. Die allermeisten Flughäfen wurden geschlossen. Auch es gibt kaum mehr Lärm. Die Flughäfen sind jetzt irgendwie Orte, wo Freizeitprogramm stattfindet, wo sogenannte Landwirtschaften entstehen. Also ich stelle mir das so vor, dass es auf jeden Fall nicht mehr den Lärm und die Verschmutzung und die Gefahr, die vom Straßenverkehr ausgeht, in der Menge gibt. Es gibt auch keine Privatautos mehr, sondern Menschen können flächendeckend eigentlich super funktionierenden öffentlichen Verkehr nutzen. Und es gibt kollektive Autos, die leicht erreichbar sind, die gewartet werden. Einzelne Leute, die über die bestimmte Machtstrukturen eben davon profitieren und die Regeln haben, die bestimmt, wie gearbeitet und gelebt wird und dann auch die Mobilität bestimmen. Das ist dann nicht mehr so, sondern die Gesellschaft bestimmt gemeinsam, wie sie lebt und sich fortbewegt und wird deswegen auch entscheiden, dass es nicht mehr zu solchen krassen Verkehrsaufkommen kommt. Ich freue mich darauf, dass ich meinen Raum verlassen kann, in den öffentlichen Raum gehe und mich ganz frei und sicher und komfortabel bewegen kann. Ich freue mich auf die Zeit, langsam zu reisen. Sabbatjahre sind die Norm, auch mehr Urlaub und kürzere Arbeitszeiten, so dass ich irgendwie mit dem Segelschiff, mit Passagiersegelschiffe, über den Atlantik fahren kann und der Weg wieder mehr das Ziel ist. Ich freue mich darauf, dass die Leute frei und in freier Kooperation miteinander entscheiden können, wie sie die Mittel, die sie zum Leben brauchen und für die Kultur, die sie miteinander austauschen, wie sie die Mittel herstellen und wie sie sich die gegenseitig zur Verfügung stellen. Und das eben relativ frei machen und sozusagen auch dann die Mobilität, die dafür notwendig ist, nicht so irrsinnig irrational ist, wie das heute ist. Dass irgendwie Früchte, die hier wachsen, über den halben Kontinent geflogen werden, solche Absurditäten gibt es dann nicht. Also als erstes gehört mal die ungerechte Bevorteilung von Flugverkehr abgeschafft. Es kann nicht sein, dass Kerosin nicht besteuert ist, dass Tickets nicht besteuert sind, während Züge zu Tickets auch teurer sind als Flugtickets. Die Politik hängt hinterher. Die Politik muss Verkehrswesen und Mobilität ernst nehmen. Und so wie es gerade aussieht, müssen wir das wohl von unten anschieben. Aber die Gesellschaft ist schon eine Ecke weiter, als die Politik gerade ist. Einfach an diesem omnipräsenten Thema rum, also Klimawandel, Umweltzerstörung, wir haben nur eine Welt, die Menschen zueinander finden und sich ihre eigentlichen Interessen bewusst werden, nämlich einer intakten Umwelt und daran alles mögliche andere eben auch ausrichten. Und auch ein Schritt ist ein kultureller Wandel, also die coolsten Vögel bleiben am Boden.